Hallo ihr Lieben, ja, wie ihr sehen könnt, ich bin heute nicht in Arbeitsklamotte, bin nur zum Gießen im Garten, das mache ich dann abends. Und ja, heute ist auf jeden Fall auch das Düngen dran. Womit ich dünge, werde ich euch zeigen. Bleibt einfach dran und kommt mit. So, ich habe gerade mal umgerührt. Es ist Brennnesseljauche, ordentlich am Stinken für den einen oder anderen. Ich finde es jetzt nicht so gravierend. Ist ja irgendwie ein natürlicher Prozess. Ist mir tausendmal lieber als alles, was man im Baumarkt oder sonst wo kaufen kann. Es ist hier vor Ort, Brennnesseln, rein damit. Ist eine ganz einfache Sache. Wasser dazu und irgendwas zum Beschweren, was letztendlich das ein bisschen presst und ja, komprimiert. Und dann drückt sich das quasi alles raus an Gutem, was in der Brennnessel ist. Und diese ganze biochemische Reaktion, wie sich das nachher am Ende schimpft, führt dann dazu, dass man nachher einen super Dünger hat und den werde ich benutzen. Wie ich ihn benutze, ist auch keine Raketenwissenschaft. Ich bin da bisher nach Gefühl gegangen und habe da super gute Erfahrungen bisher gemacht. Ja, ich lege einfach mal los und zeige euch das. So sieht das Ganze aus. Lecker, schwarze Suppe. Ja, und ich werde noch ein, zwei Mal durchrühren und dann hole ich die Gießkanne und dann geht das auch schon los Richtung Beete. Ach so, wer sich fragt, wie lange, also das muss jetzt ungefähr eine Woche drin gewesen sein. Das Ganze habe ich aber auch schon nach 3 Tagen gemacht. Bei anderen Garten-YouTubern genau das gleiche, 3, 4, 5 Tage, alles auch schon gesehen. Und das geht sich schon aus. Also es ist auf jeden Fall was Gutes. Ich sehe das an den Reaktionen der Pflanzen, wie es danach wächst. Und ich glaube, so viel kann man gar nicht verkehrt machen. Also außer überdüngen natürlich. Ich mache das maximal einmal die Woche und gehe dann einmal rum. Also so ist es im Moment auf jeden Fall.
So, das ist jetzt noch übrig. Ihr könnt den Stand an der Seite sehen, da mit der Linie, wie viel da vorher drin war. Ich würde mal sagen, fast halbiert. Das war keine Zauberei und das war es auch schon. Ich habe immer in jede Gießkanne von oben so ein Stück freigelassen und dann nochmal so viel Brennnessel auch hinterher geschüttet. Und das war das, was ich dann zum Düngen genommen habe. Wie ihr sehen konntet, ich habe es nicht übertrieben, also nicht hier durchnass oder so, sondern ein bisschen nach Gefühl, lieber weniger als zu viel. Ah, Momo, der hämmert da hinten an seinem Tomatenhäuschen rum, oder Schutz für die Tomaten. Wer Momo übrigens nicht kennt, ich blende mal oben rechts einen Link zu Momos Tauben ein. Ein ganz lieber Kerl. Und für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars. Und weg.